Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sven und ich möchte mit euch heute teilen, was ich aus der aktuellen Situation schon für mich persönlich mitgenommen habe. Gehen wir einmal hier rüber. Das soll jetzt mal symbolisch, sage ich mal, für meine Aktien so ein Stück weit stehen. Was gibt es da zu sagen? Naja, wenn man sich jetzt überlegt, ich bin tatsächlich mit der derzeitigen Asset Allocation zufrieden. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Und ich wusste schon vorher, okay, wenn es jetzt nach unten geht, meine Cashquote ist relativ niedrig. Vermutlich ist es auch ganz okay so, dass es so ist, wie es ist, weil ich unter Umständen schon vorher auch das Geld jetzt ausgegeben hätte, gesagt hätte, oh Mensch, vielleicht gibt es da oder da die Chance. Von daher, für mich ist das total in Ordnung, dass die aktuelle Situation eben so ist, wie sie ist. Stört mich auch nicht, dass mein Depot rot ist. Und es stört mich auch nicht, wenn es wirklich so weit kommen sollte, dass das ein oder andere Unternehmen eben eine Dividende kürzen muss oder zumindest stabil halten muss und nicht steigern kann. Das sind alles Dinge, mit denen ich, glaube ich, Stand jetzt wirklich sehr, sehr gut leben kann. Ja, was anderes ist tatsächlich, ich habe mir mal so ein bisschen längerfristig eben Gedanken gemacht. Und viele Leute, die so einen Finanzkanal betreiben oder auch auf Instagram oder wo auch immer, haben ja das Ziel irgendwann mal, oder nicht alle, aber viele Leute haben das Ziel irgendwann mal zu sagen, oh, ich bin finanziell unabhängig und ich kann von meinen Einnahmen aus den Aktien oder vielleicht ein, zwei anderen Tätigkeiten noch zusätzlich eben leben. Die spannende Frage ist tatsächlich, wie verhält sich das dann in so einer Situation, die wir jetzt haben? Das wird wie bei allen Dingen so in dieser Art und Weise natürlich nicht nochmal passieren, weil Geschichte wiederholt sich nicht, aber meistens reimt sich Geschichte in irgendeiner Art und Weise. Von daher sollte man sich eben darüber im Klaren sein. Und wenn ich jetzt mal den Fast-Forward-Button so ein bisschen drücken würde und sage, okay, wie sieht das Thema denn, wenn das jetzt ähnlich passieren würde, irgendwie eine andere Krise käme, so in 25, 30 Jahren, wo ich ja mein persönliches Ziel habe, irgendwann zu sagen, wenn ich nicht mehr arbeiten gehen muss, traditionell, dann kann ich mir vorstellen, Stunden zu reduzieren oder gar nicht mehr arbeiten zu gehen oder sonstiges. Die Frage ist tatsächlich, habe ich dann noch die Nerven? Also dadurch, dass ich ja jetzt nicht so eine hohe Cash-Position habe, natürlich habe ich Notgroschen etc., aber ich glaube, bevor man dann tatsächlich irgendwann sagt, ich möchte versuchen, nur noch eben von diesen ganzen Erträgen zu leben, dass man eben zusätzlich links und rechts abseits von Aktien schaut, dass man sich dort auch ausreichend absichert, dass man gewisse Phasen eben ein Stück weit eben überstehen kann. Und was für mich dann auch noch ein wichtiges Thema ist, in dem Fall sind dann Immobilien, das ist jetzt hier das Weiße Haus, das werde ich nicht besitzen, aber das ist jetzt einfach stellvertretend, ja, für das Thema Immobilien. Ich habe ja eine Immobilie erworben, aber auch da ist dann die Frage, okay, du hast dann einen Mieter, der in einer Wohnung drin sitzt und wenn der zahlungsunfähig ist, dann fehlt dir ja im Prinzip die Kohle auch. Das heißt, da müsste man dann auch schauen, ob man sagt, man kauft vielleicht noch eine zweite oder eine dritte Wohnung, um das dann so ein Stück weit eben zu diversifizieren, dass wenn die abgezahlt sind und ich mich dann entscheide, okay, ich möchte vielleicht nicht mehr arbeiten gehen, dass man da zumindest weiterhin auch Einnahmen hat. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, produziert ja im Prinzip nichts und ist ausschließlich für den Werterhalt dann auch gedacht, ist dann einmal das Thema Gold, aber auch eben das Thema Silber oder auch generell eben Bargeld. Und ich glaube, umso mehr ich irgendwann mal in diese Richtung komme, ist jetzt wie gesagt nichts Kurzfristiges, aber jetzt schon etwas, was ich für mich aus dieser Situation ziehen kann. Ich glaube, wenn mein Vermögen zu 90% aus Aktien bestünde, wenn das so wäre, und ich sagen würde, ich lehne mich jetzt zurück und muss nicht mehr arbeiten gehen, und dann kommt so eine Situation, ja, die Dividenden kommen, klar, mal mehr, mal weniger, das wird man dann sehen, wie sich die Unternehmen eben verhalten, dass man da ausreichend eben abgesichert ist und sagt, okay, ja, ich habe mein Portfolio, da kriege ich meine Dividenden, ich habe vielleicht noch ein, zwei Wohnungen, da kriege ich im Idealfall in so einer Situation auch erstmal weiterhin Miete und darüber hinaus habe ich nochmal für 2 Jahre, keine Ahnung, irgendwo Bargeld oder beziehungsweise irgendwie Geld auf einem Tagesgeldkonto oder sonst wo man relativ leicht drankommt und dann habe ich vielleicht nochmal ein halbes Jahr irgendwie in Silber und in Gold, sodass ich in einem Worst Case tatsächlich einen Moment lang irgendwie durchkomme.
Selbst wenn alle Unternehmen sagen würden, oh, ich muss jetzt für 2 Jahre oder für 3 Jahre vielleicht alles zusammenstreichen, auch wenn es danach wieder genauso weitergeht. Das fand ich für mich sehr, sehr aufschlussreich bisher schon. Und ich werde dann auch versuchen, mittel- bis langfristig tatsächlich auch in diesen Bereichen noch ein bisschen mehr aufzustocken und meine Aktieninvestments eben auf dem Niveau zu belassen. Aber wenn ich jetzt wieder ein bisschen mehr Geld zur Verfügung habe, sei es durch eine Gehaltserhöhung oder sonst was, dann vielleicht nicht, dann irgendwie die Hälfte oder mehr als die Hälfte davon dann einfach für mich, also beziehungsweise in Aktien und den Rest dann für mich, sondern vielleicht dann irgendwie ein Drittel davon so für meinen Lebensunterhalt, ein Drittel eben, um da weiter Reserven aufzubauen und ein anderes Drittel dann eben, um weiter oder zusätzlich eben in Aktien zu investieren. Habt ihr schon für euch so die ersten Learnings aus der aktuellen Situation? Würde mich natürlich wie immer sehr interessieren. Wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, euer Sven.